Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn jemand einen Herzstillstand erleidet, dann zählt erst einmal nur eines. Er braucht sofort eine Herzdruckmassage, sei es von einem Ersthelfer oder vom Rettungsdienst. Aber mindestens genauso entscheidend ist, wie es in der Klinik danach weitergeht, denn nach wie vor schwebt der Patient ja in Lebensgefahr. In der Asklepios Klinik St. Georg gibt es nun das Hanseatische Cardiac Arrest Center. Das ist ein interdisziplinäres Zentrum für Patienten, die einen Herzstillstand hatten und reanimiert wurden. Bei mir ist Professor Dr. Alexander Ghanem. Er ist leitender Oberarzt der Kardiologie und Professor Dr. Berthold Bein. Er ist Chefarzt der Anästhesie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie beide kommen konnten. Herr Professor Bein, sagen Sie mir, wie wichtig sind diese Ersthelfer, von denen ich eben gesprochen habe? Frau Kahler, wir müssen ja dieses dramatische Ereignis betrachten wie eine Kette, eine Rettungskette, davon spricht man immer. Und der Start ist entscheidend, denn mit jeder Minute, die vergeht, ohne dass Wiederbelebungsmaßnahmen getroffen wurden, sinkt die Chance, diesen Patienten noch einmal zurückzubekommen mit einem guten neurologischen Ergebnis. Deswegen extrem wichtig, Laienreanimation, da liegen wir leider in Deutschland immer noch weit hinter den skandinavischen Ländern zurück. Ja, viele Menschen trauen sich das dann nicht. Können Sie was falsch machen? Man kann nichts falsch machen. Wir unterrichten ja mittlerweile im Rahmen eines Pilotprojektes in Hamburg auch schon Schüler. Und die Schüler sind begeistert, weil es so einfach ist. Es ist tatsächlich, Leben retten ist kinderleicht. So könnte man auf einen griffigen Nenner es bringen. Ja, nochmal ganz kurz so, ungefähr 100 pro Minute. Genau. 100 mal auf den Brustkorb. 100 mal pro drücken, Minute. Möglichst tief auf den Brustkorb drücken, in einem speziellen Rhythmus. Und das ist, wie gesagt, tatsächlich auch schon für Kinder erlernbar. Und es ist auch natürlich für jeden anderen Passanten, Mitarbeiter, Kollegen möglich. Ja, Herr Professor Ghanem, jetzt haben wir dieses Spezialzentrum, das gibt es ja noch nicht so wahnsinnig lange. Wo sind wir da? Also es hat eine Ersthilfe stattgefunden, der Patient kommt jetzt in dieses Zentrum. Was ist da jetzt neu an dem? Also wir haben uns gemeinsam mit der Anästhesie, den Herzchirurgen, den Neurologen vorgestellt, wie ist es wohl am besten, einen Patienten zu versorgen? Und wir haben uns vorgenommen, Standards zu setzen. Also wir haben uns vorgenommen, tatsächlich den Patientenweg zu standardisieren, gleiche Ziele nachzuverfolgen und auch gleiche Wege zu gehen. Und das sieht folgendermaßen aus. Die große Anzahl der Patienten, die wiederbelebt werden, verstirbt tatsächlich. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass binnen 15 Minuten Wiederbelebung, mehr als 95% der Patienten verstorben sind, wenn sie nicht in ein solches Spezialzentrum verbracht werden. Und eine Möglichkeit, einen solchen Kreislaufstillstand zu überleben, ist, ihm Starthilfe zu geben. Also wir würden beispielsweise diese Patienten bei uns in die Klinik übernehmen und dann die Herzdruckmassage ablösen durch beispielsweise eine Herz-Lungen-Maschine. Diese Maschine übernimmt dann den Kreislauf. Und dieser Kreislauf kann dann dazu führen, dass das Gehirn nicht unterversorgt wird mit Sauerstoff. Und das ist ja das letzte Organ, was wir nicht tatsächlich mit Geräten überbrücken können. Es gibt Herzmaschinen, Lungenmaschinen, Herz-Lungen-Maschinen, keine Gehirnmaschinen. Und deshalb ist das der Grund, weshalb Herr Professor Bein auch gesagt hat, der Laie muss reanimieren, um das Gehirn weiter am Leben zu lassen, und wir versuchen das dann zu überbrücken mit Hilfe einer solchen Herz-Lungen-Maschine. Ja, genau. Also es ist ja der Fall, das Herz schlägt nicht mehr, daraufhin wird kein Blut mehr gepumpt und eben auch kein Sauerstoff mehr gepumpt, es kommt nichts mehr im Hirn an und das Hirn wird sterben. Das ist ja das, was man befürchtet. Jetzt haben wir dieses Zentrum, wo man also schnell an eine Herz-Lungen-Maschine kommen kann. Wie war das denn früher? Es war tatsächlich so, dass es aufgrund von verschiedensten Parametern dazu kam, dass Ärzte frustriert waren und zum Beispiel Reanimationen eingestellt haben. Wenn man gesehen hat, dass der Patient nach 15 Minuten keinen Spontankreislauf mehr hatte, waren die Chancen so gering, dass der Patient entweder vor Ort, in der Wohnung, auf der Straße, wo auch immer der Herzstillstand stattgefunden hat, verstorben ist. Und nur sehr, sehr wenige Patienten wurden unter wiederbelebenden Maßnahmen in die Klinik verbracht. Dieses Zentrum ermutigt
dem Rettungsdienst Patienten unter ganz speziellen Kriterien dazu, Patienten unter Wiederbelebungsmaßnahmen in die Klinik zu kommen, um dann diesen Menschen über eine Herz-Lungen-Maschine die Ursache des Herzstillstands zu behandeln. Denn das ist das Problem meistens, dass es eine Ursache gibt. Ein Klassiker ist der Herzinfarkt. Ich glaube, der entscheidende Punkt, Frau Kahler, ist, es hat ja ein Umdenken stattgefunden, also eine ganz neue Ära, in die wir eingetreten sind. Und der Punkt ist, dass wir früher nur die Möglichkeit hatten, das eigentlich erkrankte Organ, das Herz, quasi weiter zu stimulieren durch Medikamente, also eigentlich ein kaputtes, ein krankes Organ weiter zu zwingen, mit Medikamenten Höchstleistungen zu vollbringen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eben dieses Organ zu unterstützen, zu entlasten, zum Beispiel durch den Einbau einer solchen Herz-Lungen-Maschine oder durch eine sehr schnelle Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung, zum Beispiel des verstopften Koronargefäßes. Ja, genau, da gibt es ja verschiedene Disziplinen von Medizinern, die sich um mich kümmern, also die Anästhesiologen, die Anästhesisten sozusagen, die Kardiologen, die Neurologen und dann habe ich bestimmt noch einen vergessen, der auch noch dabei ist. Die Herzchirurgen natürlich, selbstverständlich. Wer legt jetzt fest, was mit dem Patienten passiert? Also das machen wir gemeinsam. Wir treffen uns einmal im Quartal und die Szenarien sind abzählbar, in denen Patienten zu uns kommen. Das heißt, sie können vorher die Ziele festlegen und dann gemeinsame Wege gehen. Und wenn man dann tatsächlich in diesen Quartalsbesprechungen sieht, okay, da gibt es noch Verbesserungsbedarf, dann ist das ein Prozess, der immer weiter verläuft und den wir versuchen auch zu optimieren. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, immer dieselben Entscheidungen zu treffen und nicht montags um 10, weil alle da sind, so zu entscheiden und samstags nachts um 3, weil nicht alle da sind, so zu entscheiden. Das halten wir für inkonsequent und deshalb haben wir uns das so vorgenommen, das im Vorhinein zu besprechen und dann auch so zu handeln. Weil man damit schneller reagieren kann, als wenn man jedes Mal neu entscheiden muss? Auf der einen Seite reagieren Sie schneller, aber auf der anderen Seite würden Sie Fehler minimieren. Es gibt ja zwei klassische Fehler. Das eine ist die Übertherapie und das andere ist die Untertherapie. Die Übertherapie ist die, dass Sie einem Patienten, der kaum eine Chance hat, eine Therapie anbieten. Das verursacht Kosten und Frustration, ist aber nicht so schlimm in meinen Augen. Was Ihnen auch passieren kann, wenn Sie das vorher nicht festlegen, ist, dass Sie untertherapieren. Dass Patienten, die eigentlich hätten gerettet werden können, möglicherweise nicht gerettet werden, nur weil Sie vorher nicht drüber nachgedacht haben. Und diesen Fehler zu vermeiden, das gilt es natürlich vorher festzulegen. Ja. Wann sehe ich Sie beide an meinem Bett? In welchem Moment? Also wann arbeiten Sie Hand in Hand? Also am Bett ist vielleicht der falsche Ausdruck. Sie sehen uns beide schon Hand in Hand im sogenannten Schockraum, also da, wo der Patient vom Rettungsdienst in die Klinik verbracht wird, der erste Klinikkontakt. Da sind bereits Kardiologe und Anästhesist gemeinsam am Patienten und legen den weiteren Therapieverlauf dann auch gemeinsam fest. Und das zieht sich aber wie ein roter Faden durch die gesamte Therapie in der AK St. Georg, dass immer die vier behandelnden, beteiligten Disziplinen mit an Bord sind, dass es häufige Treffen gibt, sodass eben wir versuchen, eine gleichbleibende Qualität, das war der Punkt von Herrn Kollegen Gahnem, eine gleichbleibende Qualität unabhängig von Uhrzeit und unabhängig vom gerade vorhandenen Team für die Patienten gewährleisten zu können. Und zu welchem Zeitpunkt meiner Genesung oder meiner Behandlung verlasse ich denn Ihr Zentrum wieder? Also es gibt ja tatsächlich auch eine unerfreuliche Nachricht. Es gibt Menschen, die überleben den plötzlichen Herztod nicht. Ja. Und insofern ist es so, dass dann auf der intensivmedizinischen Seite gemeinsam entschieden wird, wann eine Therapie keine Aussicht mehr hat auf Erfolg und wann sie noch erfolgreich sein kann. Wenn sie dann erfolgreich ist oder auch tatsächlich die Patienten von der Beatmung entwöhnt werden können und von der Kreislaufunterstützung und aufwachen und neurologisch auch einen guten Ausgang nimmt, diese Erkrankung, dann ist es so, dass wir die Patienten neurorehabilitativ auch weiter versorgen. Also auch in unserer Klinik und auch auf den Stationen gibt es eine neurologische Frührehabilitation, die im Weitergang dieses Bildes der Rettungskette dann tatsächlich dafür sorgt, die Patienten wieder schlucken zu lassen und so weiter. Das sind ja
Prozesse, die Sie komplett neu lernen müssen, wenn Sie einen solchen Reanimationsereignis überlebt haben? Ja, das dauert, glaube ich, ziemlich lange auch, bis man dann wieder annähernd so weit ist, wie man vielleicht mal gewesen ist vorher, oder? Ja, also wir haben eine mittlere Verweildauer von 37 Tagen bei Menschen, die wiederbelebt worden sind. Das sind also 6 harte Wochen für diese Patienten. Wenn Sie aber überlegen, wie viele Lebensjahre Sie damit doch noch retten können, dann war das zwar ein hartes Jahr, in dem man sowas überlebt hat, aber es können ja 20 weitere gute Jahre folgen. Ja, ja, man ist ja quasi schon auf der anderen Seite gewesen im Grunde genommen. Ne? Herr Professor Bein, welches ist der ungewöhnlichste Fall, den Sie behandelt haben im letzten Jahr? Woran erinnern Sie sich da? Ja, ich erinnere mich an den Fall eines älteren Herrn, der außerhalb von Hamburg einen Herzstillstand erlitten hat. Tatsächlich waren Laienhelfer vor Ort, die begonnen haben mit der Herzdruckmassage. Die wurde fortgesetzt vom professionellen Rettungsdienst, das Ganze aber tatsächlich über Spielfilmlänge hinaus. So lange hat der Patient keinen eigenen Herzschlag gehabt, kam zu uns in die Klinik, hat dann eine solche Herz-Lungen-Maschine bekommen. Das Herz konnte entlastet werden, der Patient hat sich komplett erholt, der Herzschlag setzte wieder ein. Wir konnten den Beatmungsschlauch entfernen. Wir haben gemeinsam an seinem Bett gestanden, konnten es kaum glauben, dass man nach so einer langen Zeit ohne eigenen Herzschlag nur durch die externe Herzdruckmassage und später durch die Herz-Lungen-Maschine bedingt eine so gute Hirnfunktion tatsächlich aufrechterhalten konnte. Das war beeindruckend und ist mir tatsächlich sehr im Gedächtnis geblieben. Ja, die erste Hilfe, die geleistet wurde, war das ein Laie? Wissen Sie das noch? Das war ein Laie, absolut. Ja, ja, daran merkt man dann auch, wie entscheidend doch es eigentlich ist, diesen Schritt zu tun, zu helfen. Oder? Ja, es ist ja leider tatsächlich so, dass pro Minute ohne Reanimationsmaßnahmen eben tatsächlich die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederbelebung um circa 10% schon wieder zurückgehen. Und deswegen ist das Konzept der Laienreanimation so exorbitant wichtig für uns alle letztendlich. Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.